Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer, ja, für die erstmal letzte Folge ATS für diese Session. Müsste Folge 8 sein. Und dann, wollen wir mal loslegen. Wir haben jetzt nochmal einen Auftrag angenommen für diese Folge. Ich glaube mal, der Auftrag sollte gut machbar sein. 250 Meilen Limonade. Mit zwei Aufliegern. Nice. Wunderschöner Schnieker-LKW. Aber schau mal, jetzt habe ich eine andere Bordlackierung. Also ein bisschen Variation ist aber doch schon drin. Aber halt nicht die Ortlackierung. Hier ist mal diese Militär-Dings da unten da. Da mit der Nummer drauf und so ein Scheiß. Sehr interessant. Digga, dieser breite Auflieger unten, Alter. Man liegt immer von hinten, ist so ein LKW. Dings. So, pennen können wir nicht, okay. Wir müssen also direkt durchfahren, komplett. Wow. Wow. 37 fucking K. Ne, 73 meine ich doch. Aber ist schon ein Schotter. Können wir uns auf jeden Fall doch gleich zwei LKWs kaufen. Ha! Digga, was eine Steppe hier. Krass, oder eine Baustelle. Da vorne schon wieder so ein Elefantenrennen. Das ist doch nicht gut. Ich glaube, irgendwie ist 250 Meilen, aber doch ein bisschen zu wenig, kann das sein? Ich werde so sagen, 4 Minuten ist noch schon drin. Ah, noch mal gucken. Ah, ne. Ich glaube, hier ist auch ein Panzstreifen. Da vorne ist schon wieder. Guckt euch mal da vorne an, das ist doch schon wieder eine Katastrophe. Au! 6% Schaden. Ups. Der gute LKW. Oh, das ist ja Sportwagen hinter uns. Der blaue gewesen. Na,
Oh, da fahren wir langsamer. Dann sind wir wieder im City-Bereich hier. Oh, wir müssen by the way nach links. Rechts. Hier. Der LKW ist schon wieder so kaputt, ey. 8% schon wieder. Holy shit, boy. Oh, so schön, schön alter LKW. Wie bei dem LKW gerade die Räder aufgeploppt sind. Oh Mann, Alter. Ich meine, es ist schon irgendwo witzig, wie viel ich über dieses Spiel hier mecker. Ha? Gerade so wie dieser Renderdistanz. Renderdistanz und dass nur die Sonne Schatten wirft, aber nicht die anderen Lampen und dass man auch so diese Ey, fahr vorwärts. Hallo? Wieso fährt der rückwärts? Ich drück gerade die W-Taste. Warum ist im Rückwärtsgang? Was? Oh, Züge! Gut, die Lok hat schon wieder keine Textur. Sehr geil. Ja, wie gesagt, wie ich über das Spiel hier mega. Wirklich auf ganz hohem Niveau. Und das Spiel trotzdem Milliardenmal besser ist als Alaskan Road Truckers. Weißt du, solche Sachen wie ich hier mecker über das, dass man die Renderdistanz nicht einstellen kann und dadurch die Fahrzeuge immer erst so spät aufploppen oder ja, solche Sachen wie hier, achso gut, hat er jetzt aber unser LKW, wir haben, der hat ja links diesen Luftfilter dran, dass man bei dem zwar die Straße reflektieren sieht, aber nicht den LKW selber oder den Auflieger. Das sind alles Sachen, über die kann ich mich hier aufregen. Da hätte ich bei Alaskan Road Truckers gar nicht die Zeit dafür, mich darüber aufzuregen, weil ich mich darum viel grundlegendere Sachen aufregen muss. Ja? Ich meine, hier kann ich wenigstens spielen und dementsprechend sowas bemerken. Alaskan Road Truckers kannst du nicht mal spielen. Da kommst du gar nicht dazu, solche Sachen zu bemerken. Weil du gar nicht dahin kommst. Überhaupt nicht was zu bemerken. Da musst du so viele Drogen nehmen, da bemerkst du eh nichts mehr. Aber das ist auch wieder sowas, wo ich mich frage, wie arrogant tatsächlich müssen die Entwickler sein. Ich meine, bei einem Spiel, was so buggy ist, wie Alaskan Road Truckers. Ich meine, wie gesagt, am Anfang, als das Spiel rauskam, nach 5 Jahren Entwicklungszeit, hat nicht mal das Tanken funktioniert. Also eine grundlegende Spielmechanik. Wie kann das dem Entwickler nicht auffallen? Wie egal muss einem Entwickler sein eigenes Spiel sein, dass einem sowas passieren kann? So testen die ihre Spiel.
wenn ich ein Spiel entwickle, ich habe ja schon so ein paar kleinere Spiele entwickelt. Während ich die Spiele entwickelt habe, habe ich die ganze Zeit damit auch selber gespielt. Schon alleine aus dem Grund, damit ich, während ich damit spiele, merke, okay, das kann ich noch verbessern, da kann ich noch ein Feature reinklatschen. Oh, die Idee fällt mir gerade noch ein, das könnt ihr euch auch reinmachen. Ja? Wenn du die ganze Zeit nur vor dem Quellcode sitzt, fallen dir keine Ideen ein. Die Ideen kommen erst, wenn du das Spiel selber benutzt. Aber wie gesagt, auch vor allen Dingen alleine wegen Testen, ob das, was ich programmiert habe, auch überhaupt funktioniert. Das ist eigentlich als Programmierer eine Selbstverständlichkeit. Und dann nicht zu merken, nach 5 Jahren Entwicklungszeit, scheiße, ich habe einen LKW-Simulator, bei dem das fucking Tanken nicht funktioniert. Wie egal muss einem das Spiel eigentlich sein, um sowas zu schaffen? Da merkst du wirklich so ein bisschen. Ich meine, ich möchte das Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es ist so offensichtlich, dass wir das Spiel nur rausgebracht haben, um daran Geld zu verdienen. Weil mehr kann es nicht sein. Oh, Alter. Das ist mal so ein Untergang. Holy shit. Ah, ne, so wirkt es besser. Ich meine, einer, ich weiß jetzt nicht mal, wie der YouTuber heißt, aber der ist selber wohl auch aus der Gaming-Industrie gekommen. Und der hat dem Entwicklerteam sogar etwas ganz Böses unterstellt, was ich nicht wirklich glaube, aber ich auch nicht ausschließen kann, möchte. Und zwar meinte er, dass die ersten Bugs, die im Umlauf gemacht haben. Oh, cool. Dass da, wo die reported wurden, so schnell gefixt wurden, und zwar eine Handvoll von Fehlern, dass es eigentlich für ein Entwicklerteam so unmöglich schnell ist. Und er kennt wohl aus seiner Zeit als Entwickler, als Spielentwickler, eine sehr interessante, ich weiß nicht, wie es heißt, Art, mit der Community zu interagieren. Und zwar, dass Spieleentwickler, vor allen Dingen welche, die halt auf schnelle Geld aus sind, versuchen mit der Community zwanghaft eine Verbindung aufzubauen, indem sie Spiele wissentlich fehlerhaft auf den Markt bringen, die Patches aber schon alle haben. Das heißt, die wissen, dass das Spiel Fehler hat, haben diese Fehler vielleicht sogar selber absichtlich eingebaut und halt Patches vorbereitet, die diese Spiele dann fixen und halten diese aber zurück, damit, wenn dann die Spieler irgendwann mal kommen und sagen, yo Junge, tanken funktioniert nicht, die Entwickler einfach nur dieses Patch ausrollen müssen und dann im Nachhinein so sagen können, ja guckt mal, wir haben auf unsere Community gehört, die haben Fehler gemeldet, haben wir sofort gefixt, da sind wir voll schnell hinterher und so. Ich meine, von so einer Praxis habe ich persönlich noch nie was gehört. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich so ein Ding ist. Ob es Entwickler gibt, die sowas machen. Aber wie gesagt, er hat diesen Alaskan Road Trucker also den Entwicklern von Alaskan Road Truckers hat er das unterstellt. Weil wie gesagt, das Spiel war am Anfang super buggy. Manche Fehler sind bis jetzt immer noch drin. Manche wurden aber halt sehr schnell gefixt. Und zwar in einem Tempo, wo er sagt, dass das genau auf sowas schließen lässt. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe von so einer Praxis davon noch nie was gehört. Von daher weiß ich nicht, wie realistisch sowas ist. Ich komme aber auch nicht aus der Spieleentwicklungsindustrie. So, ich kenne mich da gar nicht mit aus, was da so gang und gäbe ist. Vor allen Dingen halt bei Firmen, die wirklich nur auf schnelle Geld aus sind. Weil wie gesagt, ich komme halt aus einer Welt, da geht ein Programmierer vor allen Dingen ums Programmieren, daran Spaß haben und andere Leuten dabei eine Freude machen. Da ist das Geld verdienen, wenn überhaupt vorhanden, nebensächlich. So, ich komme aus dem Open World, sag ich schon, aus der Open Source Welt. Da ist Geld verdienen eine ganz, ganz niedrige Priorität. Von daher weiß ich nicht, ist da meine Weltansicht vielleicht ein bisschen anders.
bin ich da vielleicht ein bisschen gebiased und in der normalen Welt ist das völlig gang und gäbe, solche Tricks anzuwenden, um damit halt künstlich eine Bindung zur Community aufzubauen? Ich weiß es nicht. Das geht ja fast in die Richtung, wie ein Superheld, der eine Wohnung anzündet, nur um dann die Person daraus zu retten. Das ist ja quasi genau das. Gut, da brauchst du jetzt keinen Superheld, das wäre rett doch aus, wenn du Feuerwehr hast. Ja. Wenn sie merkt, okay, wir haben zu wenig Aufträge, zünden wir selbst mal ein paar Gebäude an, damit wir die löschen können. So in die Sparte geht das ja quasi. So, können wir uns jetzt nochmal einen LKW kaufen? Wir haben uns jetzt nochmal einen gekauft, ne? Unsere Garage hat ja zwei LKWs. Ne, hat sie nicht. Ach nee, halt, genau, wir müssen die erstmal aufrüsten. Ich habe eine gute Frage. Wisst ihr was, wie halten sich die Dinger eigentlich? Okay, 68%? 73%? 38%? Wow, Digga. Wir sind eine Ein-Mann-Armee. Wir schaffen als Einzelner das, was eine... Wie nennen die es hier? Da. Eine voll ausgestattete Garage dieser Größe schaffen sollte. Also eine Drei-Mann-Garage schaffen wir alleine. Digga, was geht? Amanda Kolm. Geil. Und die schaffen hier alle zusammen gerade mal, ja? 5-Mann-Team und schaffen gerade mal 68%. Traurig. Oh, traurig. Ich meine, guckt euch mal an hier. Täglicher Profit 30.000. Zu fünft. Das heißt, jeder für sich nicht mal 10.000. Und wir zerficken mit 100.000. Ja? Also es ist so, wenn du ein Level 5 Shigi hast und ich mit den fucking Exodia-Karten komme. Das werde ich mal Äpfel mit Birnen vergleichen. ja. Was machen wir jetzt? Kaufen wir jetzt eine Werkstatt oder ein LKW für unsere Werkstatt? Ich meine, für zwei LKWs reicht es eh nicht aus. So. Warte mal kurz. Wie teuer ist ein LKW? LKW. Das war ja auch so um die 180.000, ne? Ja, 188. Wow. Reicht genau aus, um die vorhandene 3-Garage auszurüsten. Das heißt, wir gehen mal kurz in den Garagenmanager. Nehmen die 3er-Garage. Und rüsten die auf für 100.000. Nice. Ach, Alter. Spät in die Nacht. So, und dann können wir nämlich jetzt noch einen LKW kaufen. Kenworth. Alter, halt. Da. Was habe ich da einfach gerade für welche gesehen? Studio Sleeper? Sagt mir das was? Gibt's ja neue Modelle? Weil das sieht ja aus wie so, wie so langgezogener. Sowas gab's doch gar nicht in. Doch, der ist doch langgezogen hier, sag mal. Achso, dieses Anniversary. Wobei, guck mal, die anderen sind auch genauso lang. Lol. Hab ich gar nicht so lange in der Erinnerung. Heute ist einfach mal noch länger.
schon krass, Alter. Ja, guck hier. Das ist schon echt krass. Not bad at all. Ja. Wir brauchen Flottenkonfiguration und dann brauchen wir unseren guten Lines of Destruction. Was? So, mal gucken, was wir hier. Oh, das reicht gar nicht mehr für Dixelmonster aus, ne? Hier, sag schon. Das heißt ja mal so 2000 Euro oder so, ne? Ja, 1500. Haben wir wenigstens einen guten dabei? Nee, ne? Immer noch die gleichen wie damals. Das hat sich gar nichts geändert hier. Gut, dann, wir müssen eh schlafen gehen, es ist 20 Uhr. So, YOLO. Dann gehen wir mal kurz zu unserer Garage. Mal kurz, wo sind unsere ganzen guten Auflieger? Ich würde mich ganz gerne mal wieder mit dem hier fahren. Denn das nächste Mal. Der ist in Seattle. Garage. Seattle, Schnellreise, let's. Halt den. Garagemeister. So, Seattle. 4000 Euro. Holy shit. So. Und hier können wir jetzt nämlich mal kurz, wo ist der Flieger? Da. Du zurückschicken. Und stattdessen nehmen wir dich. Ja. Sehr nice. Nice. Wobei, warte mal kurz. Schick die nochmal kurz zurück, weil wir wollen ja nochmal kurz schlafen gehen. Jetzt kann man hier eigentlich mittlerweile kurz irgendwas noch ändern? Nee, ne? Der war schon komplett fertig, ne? Ja genau, hier gibt es bloß noch Chrom, was hässlich aussieht. Und sonst ist er auch schon komplett. Nö, sieht komplett aus. Gut. So, dann fahren wir mal ganz kurz hier in die Garage, um zu pennen. Ich finde es auch schön, dass wir bei der Dreier bleiben, weil ich finde die Dreier halt von der Optik so schön, so einfach. Ne, diese Fünfer-Garage, die wirkt ja immer schon so extrem modern und wie eine wirklich richtige Firma. Also eine moderne, die halt, ne? Und das wirkt eher so wie so Hobbykeller. Oberirdisch. Macht halt mehr her. So, I guess. So, könnt ihr den hier direkt mal zurückzahlen? Danke dafür. Danke für gar nichts. So, halt, Auflieger. Jetzt nehmen wir den hier. So, jetzt sind wir nämlich wieder am Platz und Ort und Stelle. Sehr geil. Yeah. Können wir auch wieder schön Beauty Shot machen hier. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Und jetzt lohnt es sich zu speichern, weil wir sind endlich aus der Schuldenfalle raus. Das muss gleich mal 30 Mal gespeichert werden. Warum haben wir eigentlich zwei Speicherstände, wenn wir den zweiten Eden nutzen? Wir speichern super selten. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Achso, siehst du? Halt! Ah, verdammt. Fahrermeister. Wollten noch hier einen Fahrer einstellen. Arbeitsagentur. So, das wollen wir noch. Und zwar hat sich hier gar nichts geändert. Wobei, die ist jetzt hier unten. Okay, komm, leck mich am Arsch, den nehmen wir. Aber sich das aber nochmal. Wobei, ganz ehrlich, kann gar nicht. Die anderen hier können gar nicht so gut sein. Das ist ja quasi unmöglich, weil ich meine, der so weit vorne, der hat 2,5. So,
Das heißt, alle, die später kommen, mit 1,7, die können ja gar nicht so viele haben wie er. Also nehmen wir ihn direkt. Halt, da unten. Da. Bumm. Boah, Alter, auch wieder 2 Punkte. Wollen wir den uns nicht auch schon einstellen? Lohnt sich das? Der kündigt doch eh wieder. Keine Ahnung. Ah, nee, lassen wir mal. Aber, geil, dass wir jetzt noch einen haben. Wir hatten ja letztens schon mal so ein Glück gehabt, vor ein paar Folgen, wo wir den hier bekommen haben, der auch schon extrem hochgelevelt war. Im Vergleich zu ihm ist der sogar ein Witz, aber trotzdem geil. So, das heißt, jetzt kann man mal speichern. So. Okay. So, das heißt, nächste Folge können wir jetzt mal mit dem Auflieger wieder ein bisschen rumfahren. Mal gucken, die ganzen 16 Folgen. Ansonsten finanziell sind wir jetzt komplett eigenständig. Keine Bank mehr. Sehr geil. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal einen LKW und eine Person kaufen. Wir könnten doch eigentlich bald mal anfangen, Auflieger zu kaufen für unsere Mitarbeiter, aber damit limitieren wir immer sie so mit dem, was sie transportieren können. Weil wenn sie mit Fremdaufliegern fahren, können sie halt einfach alles nehmen. Wenn wir denen aber einen Auflieger bereitstellen, können sie die Fracht nehmen, die sie mit dem Auflieger transportieren können. Das macht manchmal Probleme. Von daher weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber wie gesagt, mindestens noch ein LKW für die letzte Garage. Und dann können wir schon die nächste Garage kaufen. Oder besser erstmal 2 LKWs, die wir bei uns unterstellen und dann wieder Garage kaufen, ihr wisst. Aber ja, ab jetzt kein Kredit mehr, Baby. Sehr geil. Und wie gesagt, nächste Folge jetzt mal wieder mit unserem eigenen wunderschönen Auflieger. Der ist so gut. So gut ist der. Das wird ein Spaß, wird das. Ja, aber wie gesagt, als nächstes kommt sowieso erstmal ein bisschen was anderes. Mindestens einmal mein Test. Die ganzen Vlogs von dem Server. Und vielleicht, wie gesagt, auch Alaskan Road Truckers. Vielleicht, bis ich die Sachen aufnehme, vielleicht kann man sogar ein paar Patches rausnehmen und das Spiel auf einmal wunderschön machen. Und alles, was ich bisher erzählt habe, ist Quatsch. Wer glaubt's? Mal gucken. Auf jeden Fall soll das dahin gewesen sein und dann würde ich mal sagen, ja, sehen wir uns zu einer späteren Folge wieder. Bis dann.